Moin Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Es gibt einige Neuigkeiten bezüglich der Weihnachtsaktion und genau das werden wir uns heute mal anschauen. Der ursprüngliche Plan sah folgendermaßen aus. Wir stellen uns einfach mal vor, dass diese Tüte hier ein Clan ist. Und vorher hieß es im Grunde genommen, ich schreibe es mal ganz kurz auf. Wir. Ja, das Wir sollte vorher gewinnen. Die einzelnen Clan-Mitglieder sollten langsam die große Tüte füllen und am Ende sollten alle Clan-Mitglieder gleichermaßen belohnt werden. OFM dachte sich jetzt aber Folgendes, wenn das jetzt hier die große Gemeinschaft ist, OFM dachte sich Folgendes. So, dachte sich Folgendes. Nein, jeder arbeitet jetzt für sich selbst und jeder muss jetzt eine kleine Box füllen. Weil das gibt bestimmt viel mehr Kicks und deswegen arbeitet jeder jetzt also leider für sich selbst. Trotzdem hat der Clan immer noch eine Bedeutung und im Grunde genommen kann man auch zusammenfassend festhalten, ja, es ist ein bisschen schade, dass nicht mehr das Wir im Mittelpunkt steht, aber so ist die Aktion schon deutlich fairer als zuvor, denn Leute, die vorher in sehr inaktiven Clans waren, hatten nicht die Möglichkeit, einen Goldspieler zu bekommen. Jetzt hat jeder die Möglichkeit, für sich selbst einen Goldspieler zu erarbeiten. Trotzdem wurden den Clans noch kleinere Bedeutungen zugesprochen, denn nur durch den Clan kann man sich Booster abholen. Also insgesamt finde ich das gar nicht mal so schlecht. Trotzdem finde ich es schade, dass nicht mehr das Wir gewinnt, sondern dass das Ich jetzt im Mittelpunkt steht. Ich habe jetzt auch mal ein paar Mitglieder gekickt, denn mir ist einfach aufgefallen, es gibt leider in beiden Clans, also sowohl am Classic als auch am DE2, inaktive Mitglieder und deswegen habe ich ein paar Leute gekickt. Der nächste wäre jetzt beispielsweise Top Bananas, also ich hoffe mal, du bringst das Ganze noch ein bisschen voran. Wenn ich sehe, dass du bei 2 Punkten stehen bleibst, dann muss ich dich leider auch kicken. Also ein Platz wäre am Classic Server jetzt wieder frei, ihr könnt gerne euren Clan verlassen und in unseren Clan kommen. Würde mich sehr freuen. Ein Platz ist wieder frei geworden. Am DE2 sind es sogar 3 Plätze, die hier frei geworden wurden. Und ja, ihr könnt also gerne wieder hier reinkommen. Einige Plätze sind also jetzt immer mal wieder frei, wenn ich sehe, dass Mitglieder wirklich dauerhaft inaktiv werden. Hier beispielsweise wieder ein Inaktiver. Den können wir jetzt hier auch nochmal live im Video kicken. Tut mir ein bisschen leid, aber du bist halt inaktiv und deswegen kommst du erstmal raus. Morgen werde ich dann auch die Leute mit 2 Punkten kicken und vielleicht in 3, 4 Tagen alle Leute unter 10 Punkte. Also 9 Punkte ist aktuell noch vollkommen in Ordnung. Aber in 3, 4 Tagen sollte man das Ganze dann doch noch ein bisschen weiter voranbringen. Das ist auch eine neue Regelung. Also der Clan-Admin kann jetzt Leute kicken. Und es betrifft halt eigentlich nur die inaktiven Leute. Ihr braucht euch also jetzt keine Gedanken machen, der kickt mich jetzt. Nein, nur die inaktiven Leute werde ich kicken und die juckt es im Grunde genommen ja eh nicht. Okay, wir schauen mal, ob wir jetzt hier dieses Ding jetzt schon abholen können. 1 Stunde und 30 Minuten, ja wunderbar. Dann boosten wir das Ganze mal und können dann jetzt hier schon das nächste Paket abholen. 30 Minuten, genau, und abholen. Wunderbar. 3 Clan-Punkte gibt es wieder mal. Der Name ist jetzt im Grunde genommen falsch. 3 Ich-Punkte bekommt man jetzt halt hier zugesprochen. Aber okay, es ist halt wie es ist. So, bevor ich jetzt den Clan-Talk vorlese, holen wir auch ganz kurz hier noch die Geschichte ab. 2 Stunden sofort. Das reicht leider nicht. Das können wir hier leider nicht machen. Ihr seht auch schon, meine Priorität liegt auf dem Classic-Server. Hier wäre dieses riesige Geschenk von einem Goldspieler einfach übertrieben krass. Man kann hier von 100 Millionen Euro sprechen, je nach Position. Ich habe ja gesagt 50 Millionen Euro, wenn man den sofort verkauft. Es wird ja auch sicherlich so ungefähr 1000 Goldspieler geben. Deshalb werden die Preise dann auch gleichzeitig wieder fallen. Man sollte jetzt hier noch nicht zu viel Geld noch nicht von zu viel Geld sprechen, weil es gibt wahrscheinlich sehr viele Goldspieler. Wir dürfen diese Spieler, glaube ich, bis zum 7.1. abholen. Anfangs gibt es wahrscheinlich sehr viele auf dem Transfermarkt. Wir können ja auch mal ganz kurz schauen, was für ein Spieltag am 7.1. ist. Das würde mich interessieren. OFM-Spieltag. Gibt es sowas noch?
OFM-Wiki hieß das, glaube ich. Da kann man nachschauen, welcher OFM-Spieltag dann ist. Das könnten wir auch ausrechnen, aber da habe ich jetzt keine Lust zu. OFM.de-Wiki, genau. Ich glaube, nee, das ist falsch. OFM-Wiki-Forum. Keine Ahnung. Vielleicht könnt ihr ja mal ausrechnen, welchen OFM-Spieltag wir am 7.1. haben. Weil dann können wir das mit dem Goldspiel auch ein bisschen besser planen. Es ist ja auch fraglich, ob der Spieler, wenn er quasi erstmal noch zurückgehalten wird, ein Jahr älter wird bei Saisonumbruch oder nicht. Das Ganze müssten wir also bis dahin auch noch in Erfahrung bringen. Trotzdem nochmal zurück zum Thema. Diese Goldspieler werden sehr begehrt sein und hier wurden auch schon Zahlen in den Raum geworfen von 250 Millionen Euro für so einen Spieler. Grundsätzlich eine realistische Geschichte, je nach Förderung und so weiter, aber es wird sehr viele Goldspieler geben. Und das bedeutet, das drückt die Preise natürlich auch wieder nach unten, wenn der gesamte Transfermarkt mit Goldspielern vollgespammt wird. Deshalb müssen wir das Ganze erst mit Vorsicht genießen und abwarten, ob der Transfermarkt wirklich überflutet wird. Und wenn er überflutet wird, dann kann man dann doch mit etwas weniger Gewinn rechnen für so einen Goldspieler. Trotzdem natürlich sehr krasse Spieler und für mich wirklich eine der interessantesten OFM-Aktionen aller Zeiten. Finde ich wirklich klasse, auch nach der Ich-AG jetzt immer noch eine interessante Geschichte. Okay, ich werde jetzt mal eure klaren Nachrichten vorlesen. Ich muss ja eigentlich nur den orangenen Trinkbecher suchen, da haben wir ihn. Und ab hier muss ich dann jetzt vorlesen. Kokolorik schreibt, auf geht's Leute. Ja, sehe ich auch so. Der Spruch macht immer noch Sinn. Wie gesagt, die Ich-AG gilt jetzt, aber trotzdem, wir können uns immerhin noch gemeinsam miteinander Clan-Punkte erarbeiten. Gustavo 10 schreibt, dürfen wir untereinander uns helfen? Ganz klar, ja. Dafür ist der Clan ja da. JEK hat auch genau das geschrieben und jetzt schauen wir uns mal die nächste Nachricht an. Kokolorik schreibt, das Einzige, was man tun muss, ist die Aufgaben starten und drücken oder nicht. Oder was meinst du mit gegenseitig helfen? Jeder Spieler 200 Punkte und wir haben den Goldspieler. Ja, im Grunde genommen kann man sagen, es ist bei diesen 200 Punkten geblieben. Also wenn der Clan im Schnitt 200 Punkte hat, hat man vorher diesen Goldspieler bekommen. Jetzt muss jeder selbst diese 200 Punkte erreichen. Habe ich jetzt, glaube ich, zum dritten Mal gesagt. Wenn ich es jetzt nochmal sage, dann gehen 20 Cent ins Phrasenschwein, das ich nicht habe. Aber das werde ich bis dahin dann auch noch anschaffen. Kebini schreibt, Moin Moin, was sagt Mr. Jan? Sinnvoll Kicks zu verbraten, um Zeit zu halbieren oder die Boost zu verwenden? Also, wenn man jetzt wirklich so eine 48-Stunden-Aktion vor der Brust hat, dann kann man natürlich Kicks verwenden, dann lohnt es sich. Vorher würde ich das jetzt erstmal nicht machen. Wir werden am Ende ja sehen, wie wir mit der Zeit hinkommen. Also ich würde erstmal das Ganze noch ein bisschen defensiver angehen und erstmal noch auf die richtig langen Aktionen warten. STFL9 schreibt, 8760 Minuten Quest bedeutet 146 Stunden in 19 Tagen sollte also zu schaffen sein, auch ohne Kicks. Ja, vielen Dank fürs Ausrechnen, das finde ich eine sehr tolle Geschichte. Ich habe keine Ahnung, woher du das weißt, aber vielleicht hat OFM das Ganze ja geleakt. Jedenfalls, Grüße gehen raus, finde ich wirklich toll, dass du dich damit so intensiv befasst hast und das ist wirklich jetzt hier ein sehr kompetenter Beitrag. Ja, das hilft uns weiter, also wahrscheinlich brauchen wir am Ende des Tages gar keine Kicks. Des Weiteren schreibt er, es sind 6,083 Tage. Ob man da Booster braucht, liegt an jedem selbst. Ich werde mir einfach eine Erinnerung ins Handy schmeißen und je nach Zeit die nächste Quest sofort starten. Ja, das kann man machen. Das geht natürlich nicht mit jedem Alltag einher. Andere Leute haben vielleicht gar keine Zeit. Andere haben ein wenig Zeit. Andere wollen deswegen nicht nachts aufstehen oder so. Also muss einfach jeder für sich selbst wissen. Gustavo 10 schreibt, genau das weiß ich nicht, deswegen die Frage. STFL9 schreibt, sehe gerade, das Event ist ja in Bronze, Silber und Gold eingestuft. Wenn man allein schon über 6 Tage Questtime ohne Verzögerung für Bronze benötigt, wird dieses Event wohl doch Pay-to-Win sein. Okay, wir müssen das Ganze leider zurückstellen. Wenn man dann überlegt, nur der Gewinnerclan bekommt den 18.6er, ist es für mich reine Geldmache und nicht lohnenswert. Ja, davon sind wir mittlerweile ja weg. Ursprünglich war das aber auch nicht so geplant. Ursprünglich war geplant, okay, 20 Cent ins Phrasenschwein, das nicht vorhanden ist. Was nehmen wir einfach mal? Wir nehmen einfach mal diese Tasse hier. Also 20 Cent rein. Ursprünglich war geplant, dass jeder Clan, der diese 6400 Punkte erreicht,
für jeden Spieler solche Goldspieler bekommt. Oder so. SDFL9 schreibt des Weiteren das Gleiche. Finde ich auf jeden Fall gut, dass du es zweimal geschrieben hast. Dann kann man es wirklich nicht überlesen. Sorry für den Doppelpost. Ja, kein Problem. Gustavo schreibt, dass es Geldmache ist, ist ja wohl klar. Sehe ich auch so. Nur ob es sich lohnt, für einen 18-6er die Zeit und das Geld zu investieren, ist eine andere Frage. Jetzt sehen wir hier eine neue Rechnung. Ich würde sagen, nein. Und wenn man sich mal die Booster-Pakete-Preise anguckt. Was? Kann man das kaufen oder was? Habe ich noch gar nicht gesehen, ehrlich gesagt. Wo kann man sich denn solche Booster kaufen? Also ich werde das auch nicht machen. Wenn, dann werde ich Klicks einfach zum Halbieren verwenden. Aber das wusste ich gar nicht, dass man sich diese Booster kaufen kann. Wusste nicht, dass nur der Gewinner-Clan den Jugendspieler bekommt. Ja, ist ja auch nicht so. Ronny2XLC hat ihn dann verbessert. Jeder Clan, der es schafft und die Goldaufgaben rechtzeitig erledigt, bekommt die Spieler. Genau, dann ist es 100% ein Versuch wert, würde ich auch sagen. Mittlerweile wissen wir, es ist eh anders. Es gibt einen YouTube-Kanal. Wie finde ich den? Achso, ich wollte ja noch sagen, also ich bin PC-Spieler, werde versuchen, immer wenn ich am PC bin, meine Aufgaben zu starten, aber ich werde nicht die 18 Tage mein Leben danach ausrichten. Tue ich auch nicht, das muss man auch nicht. Mal sehen, wie das so klappt. Sollte nicht genug für hier sein, lasst es mich wissen. Doch klar, jeder kann teilnehmen, jeder, der sich ein bisschen Mühe gibt, kann teilnehmen. Ich habe nur die 0-Punkte-Leute gekickt und bald werden jetzt hier mal die 2-Punkte-Leute gekickt. Keine Ahnung, was das jetzt hier soll, wieso jetzt hier wieder ein 0-Punkt da drin ist. Wahrscheinlich solche Leute, die jetzt hier immer wieder reingehen. Keine Ahnung. Jedenfalls nur die 0-Punkte-Leute werden gekickt. Okay, was haben wir sonst noch so? Wieso scrollt das jetzt hier immer? Das geht mir sowas von auf den Keks. Sind die doch richtig? Okay, was ist denn hier alles passiert, meine Freunde? Ach genau, hier waren wir, glaube ich. Alter, wieso postet ihr andauernd wieder? Chatbug? Ja, sehe ich auch so. Ist häufiger hier passiert, keine Ahnung. Gibt es einen YouTube-Kanal? Wie finde ich den? Gibt es einen YouTube-Kanal? Ganz kurz mal schauen. Gibt es einen YouTube-Kanal? Diese Channels gibt es. Okay, wie viele gibt es denn? Wie viele YouTube-Kanäle gibt es? Kanäle gibt es. Presse, okay. Ja, sag mal, kann man jetzt hier nicht immer irgendwo eine Antwort haben? Mehr als 1 Milliarde Nutzer, okay? Also, ich würde mal sagen, es gibt einen YouTube-Kanal. Okay, danke, Kanal abonniert. Ja, danke auch. Ich hoffe, es war zufälligerweise mein Kanal, aber vielleicht war es auch einer der anderen 1 Milliarde Kanäle. Der Goldspieler wird freigeschaltet bei 6400 Punkten. So schön, in der Vergangenheit zu leben, also in unser Phrasenschwein. Egal, ob wir den Fortschritt bei Gold, Silber oder Bronze haben und jeder Clan kann das schaffen, nicht nur der beste Clan, ist doch richtig, oder? Ist absolut richtig gewesen. Hey Jan, schönes erstes Video zum Start der Weihnachtsaktion heute. Was hältst du vom Synonym Spielzeit, um das Wort, was für ein Wort, zu vermeiden? Desoxyribonukleinsäure meint er natürlich, hat sich hier verschrieben. Finde ich sehr gut, ist auf jeden Fall eine gute Idee. Also in Zukunft werde ich Spielzeit und Spielzeiten sagen. Ein sehr guter Vorschlag. Was für ein innovatives, interessant gestaltetes Spiel. 60 mal Zahlen abwarten. Finde ich auch, haben sie klasse gemacht. 60 mal einen Knopf drücken und genau warten, bis die Aktion vorbei ist, ist grandios gemacht. Aber man muss sagen, die Geschenke sind deutlich innovativer als sonst. Wir bekommen Trainingslager, wir bekommen einen Goldspieler. Das finde ich wirklich gut gemacht. Kann man nichts anderes sagen. Also für die Manager mit viel Kicks und in einem guten Clan gibt es dann also einen Superspieler oder sozusagen 250 Millionen Euro. Da kann man ja nur noch hoffen, dass dieser Versuch gut geht und die Spielbalance nicht flöten geht. Grundsätzlich spricht er jetzt hier auch diese 250 Millionen Euro an.
da es wahrscheinlich so viele Goldspieler geben wird, müssen wir das erstmal abwarten. Habe ich ja schon gesagt. Rechnet erstmal mit 50 Millionen Euro, wenn ihr dem ein paar Lager gibt. Und mehr müssen wir dann schauen. Es kommt auch auf die Position an. Wenn ihr jetzt einen Libero zieht, wisst ihr ja schon, dann habt ihr reingeschissen. Also für die Manager mit 4 Kicks, also dieser Chatbug nervt mich. Aber wir gucken einfach mal darüber. Das ist kein Doppelpost. Und jetzt habt ihr Zauberwürfel und Samtmate doch Kicks oder Booster eingesetzt. Da ich auch pünktlich begonnen habe, meine Zeit aber für die Aufgabe noch fast 2 Stunden läuft. Ihr habt schon 9 Punkte, ich erst 6. Keine Ahnung, wann das war. War wahrscheinlich ganz am Anfang. Da habe ich, glaube ich, einmal halbiert. War nicht sinnvoll, weil das waren, glaube ich, nur 8 Stunden, die ich da gewonnen hatte. Oder ich habe einmal den Fehler gemacht, ich habe aus Versehen den falschen Booster eingesetzt. Keine Ahnung, was du jetzt genau damit meinst. Aber ich habe keine Booster gekauft. Also wenn, dann benutze ich die Kicks, die ich jetzt hier noch auf dem Konto habe. Ich hätte auf gar keinen Fall jetzt noch irgendwas kaufen. Ich habe also jetzt hier nur diese Standard-Booster. Sogar nicht gerade viele. Okay. Wahrscheinlich haben beide einmal die Zeit halbiert. Ganz genau so ist es. Und die 4,3 Stunden wären ja mittlerweile um. Also wenn du das so schreibst, dann ist es richtig, genau. Also wenn ich das aber so sage, dann muss ich sagen 4,5. Ja, immer mitdenken, meine Freunde. Sammelt jeder jetzt nur noch für die 200 Punkte? Genau, es wurde geändert. Das haben wir mittlerweile auch schon ein paar Mal gehört. Wieso für sich? Wir sind doch ein Clan, da arbeitet man doch zusammen. Exakt. Das haben wir heute auch noch gar nicht gehört. Das wurde irgendwann mal geändert. Den Nullern würde ich erstmal kicken. Ja, den haben wir heute gekickt. Mal schauen, ob jetzt wieder mittlerweile ein neuer drin ist. Müssen wir gleich mal, glaube ich, refreshen. Also lesen wir erstmal fertig. Habt ihr auch so krasse Booster bekommen? Habe ich auch bekommen. Einen habe ich aus Versehen verballert. Ich sehe gerade unten, er hat recht. Wir brauchen nicht mehr... Da ist jemand auf jeden Fall wieder mal up to date, meine Freunde. Und ja, also macht der Clan ja dann gar keinen Sinn mehr. Absolut gut, dass du es nochmal sagst. Was haben wir sonst noch so? Das sind meine Booster bis jetzt. Ja, wunderbar. Der schreibt auch nochmal, was seine Booster sind. Es scheint so, also eine zufällige Auswahl an Boostern pro Spieler bereitgestellt zu werden. Ja, das ist natürlich auch nicht gerade super. Sofort ist natürlich super für die längsten Events. Absolut, die muss man sich aufsparen. Ich habe zwar noch nicht alle durchgeschaut, mir ist aber nur mal eins bis mit 46 Stunden ins Auge gefallen. Ja, krass. Kann man die sich echt durchschauen schon vorher? Deswegen wisst ihr auch schon alles. Habt ihr schon längere gesehen? Sofort ist natürlich super. Super Chatbug. Dankeschön, meine Freunde. Sorry für den Doppelpost. Ja. Dann schreibt er auch noch hier, was er für Booster hat. Dann sieht man hier, wen ich gekickt habe. Super, Jan. Ja, habe ich wirklich krass gemacht. Super Leistung von mir, jemanden gekickt zu haben. Ich musste einen Knopf drücken. Das habe ich super gemacht, meine Freunde. Ja. Dann gerade als Booster bekommen und dann habe ich noch jemanden gekickt, genau. So sieht's aus. Am DE2 gibt es auch noch viel vorzulesen, theoretisch. Mal gucken, ob jetzt wieder jemand reingehopst ist. Scheint nicht der Fall zu sein, wunderbar. Also ein Platz ist für euch frei, für irgendeinen von euch, der noch nicht im Clan ist. Wie sieht es hier aus? Ob hier wieder irgendwelche Idioten reingekommen sind? Nee, wunderbar. Und hier müsste ich jetzt theoretisch auch nochmal alles vorlesen. Ich würde sagen, dann machen wir das Ganze morgen. Morgen lese ich DE2 vor. Heute haben wir Classic vorgelesen. Ich hoffe, euch hat das heutige Video gefallen. Die neuen Soundeffekte sind auf jeden Fall toll. Und wir sehen uns dann morgen wieder, meine Freunde.